Hallo und willkommen zurück bei Minecraft. Unser schönes Haus da hinten. Wir waren stehen geblieben hier auf dem Baumhaus und wir wollten mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen können. Wir hatten uns gerade hier einen Weg zwischen den beiden Bäumchen geschlagen. Da könnten wir jetzt dann im zweiten Baum eigentlich weitermachen. Ja, und da sehen die Hunde wieder aus wie Hunde. So wie mir das gefällt. Ja, wuff. Sehr schön. Da, Wildschweinis. Ja, dann könnte ich da eigentlich noch zumachen, da oben und da drüben. Und dann werde ich mich mal irgendwie ins Unterirdische begeben. Ich könnte auch mal gucken, ob sich das vielleicht lohnt. Da eine Sache, die ich da erforscht habe, wo auch der Spawner drin ist. Mit hier mit dem kleinen Seechen. Hier vielleicht eine Hütte hinzusetzen oder da rein in diese Höhle wäre auch interessant, zumindest für mich. Diese graue Textur, das gefällt mir irgendwie nicht hier am. Naja, was soll's. Ja, hier sollte ich sowieso mal aufräumen, die ganzen Sachen da rausholen. Also hier drin, glaube ich, ist eher ein bisschen öde. Was ist das hier? War ich das? Na, war wahrscheinlich ich. So, dann können wir nämlich vielleicht hier so eine Art Mineneingang machen oder sowas. Für die Höhle. Oder wie gesagt, in dem Keller drüben. Aber hier mit dem Wasser, das finde ich an sich eigentlich ganz hübsch. Wenn man sich jetzt da so ein kleines Häuschen noch hinbaut oder so. Naja, mal schauen. Schreibt mir einfach doch in die Kommentare, wie ihr das findet oder falls ihr eine Idee habt oder irgendwie eine Anregung oder gerne was sehen möchtet, was bestimmt ist, dann machen wir das natürlich. Und mit natürlich meine ich vielleicht. Nein, also wir machen das dann schon. Gut, da geht's hoch auf mein Baumhäuschen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, braucht das jetzt noch hier Ausbaubedarf? Hier müsste ich mal das Zeug zumachen. Da kann man jetzt durchgehen. Da müsste ich hier auch nochmal zumachen. Ich glaube, das mache ich einfach mit Holz dicht. Dann ist es zwar nicht mehr ganz so öko, aber das macht ja nichts. So, und dann kann ich hier reinlaufen da. Genau, dann bin ich hier drin. Das kann eigentlich weg, oder? Aber dann fällt wahrscheinlich das ganze Blatt weg wieder runter. So, ich glaube, ich mache das hier dann noch zu mit Holz, damit ich hier noch so einen Raum habe da oben. Ja, das wäre doch ganz schön, glaube ich. Ansonsten reißen wir es halt wieder ein. Im Einreißen bin ich hier recht gut. Das machen wir auch nochmal weg. Da kommt dann noch Glas drauf. So. Ja, genau. Ich frage mich jetzt bloß, soll ich jetzt Holz da drauf setzen? Ich glaube schon. So ein Holzboden oder so ein Watteboden. Ja, also mit Holz gefällt mir das schon viel besser als mit diesem Laub. Ja, also ich finde es besser. Ja, schon viel. So, das auch noch. Und das auch noch. Und hier, das. Das war falsch. Da muss die Axt her. Und da könnte ich doch eigentlich. Was könnte ich denn da hin machen? Oder lasse ich es offen? Ich weiß noch nicht. So, einmal rauf. Und hier oben. Da könnte ich doch jetzt eigentlich auch zumachen. Das sieht noch ein bisschen doof aus. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So und hier.
da. Soll ich das dann so lassen, dass man hier auch nur so rausgucken kann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So. So und da. Und wenn ich jetzt hier vielleicht... Ah, ich bin mir gerade so unsicher. Da kann ich da rüber rennen. Und dann hier muss ich das auch nochmal. Ne? Da geht es ja eine Etage runter. Genau. So. Das mache ich mal weg hier. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt das weghau. Ob überhaupt was passiert. Das ist mir auch egal, weil dann mache ich das halt so. So. Jetzt fällt wahrscheinlich da drunter das Blattwerk ab. Wird das hier verglast. Oh, ein Reh. Oder ein Hirsch. Ein Hirsch. Habe ich noch Birke? Ich hatte doch noch Birke. Habe ich das dann drüben in die Kiste gepackt? Hallo, Birke. Nein, das ist ein Ofen. Das ist eine Kiste. Ne, da habe ich Gravel für meinen Weg, den bräuchte ich dann aber auch noch. Da habe ich aber noch Wooden Planks, das ist ja gut. Nehmen wir doch die. So, einmal hier noch Wooden Planks. Gut, und dann kommt da nämlich jetzt auch Glassy drauf. Und zwar so und so und so. Und so und so. Jetzt habe ich eh keins mehr. Jetzt bräuchte ich noch so die komische Leaves. Wollen wir dann mal schnell welche farmen gehen? Ja. Wollen wir noch mal schnell so einen Baumkahl da unten. So. Und dann mal gucken, wie bescheuert das von außen aussieht. Gar nicht mal so. Hallo, hallo, hallo du Hirsch. Na, kannst du was? Ja, ist doch gut. Ah, läuft schon ganz schön weit weg. Ein Hase. Das ist auch ein bisschen komisch hier alles. Das muss ich mir dann nochmal... Der Baum kann hier übrigens weg. So, und dann sammle ich hier mal das Zeug weg. Alles meins. Lass ich damit eigentlich eine Hecke bauen? Dann würde ich nämlich ein paar Hecken bauen. So, schön, dass ich das jetzt auch habe. Oh, was ist das hier? Geht ja gar nicht. Geht ja wirklich gar nicht. Alles weg hier von dem Hellen. Von diesem Birkenkraut. Na gut, das reicht schon jetzt. Sollen wir mal schauen, ob man das hier dann noch irgendwie... Da drunter wäre auch gut, gell? Muss mal schauen, da mal drauf klettern. Es wird Nacht und dann werden wir uns mal ein bisschen in die Tiefe begeben, weil ich glaube, ich brauche langsam wieder ein paar Rohstoffe, Kohlen und sowas. So. Hält das jetzt da, wenn ich das dahin mache? Niemand weiß es. Kann ich da noch einen rauf? Naja, hier müsste ich doch noch einen hüpfen. Genau. Nein, das war natürlich sehr unintelligent.
Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Warum auch immer. Ja, ich gebe zu, ich habe dieses Prinzip noch nicht so ganz verstanden. Dann mache ich hier halt so eine Holzdecke drauf. Wenn es denn sein muss. Dann wird es Nacht. Dann werde ich mich mal ins Bettchen begeben. Und schlafen. Gute Nacht beisammen. Guten Morgen, meine Freunde. Und daher blüht auch der Tag am Horizont. Und jetzt wollte ich doch hier eigentlich das zumachen. Ist das jetzt wirklich so bescheuert, wie ich denke? Warum habe ich so wenig Leben? Ah Mann, sieht das scheiße aus. Ja, dann lasse ich das halt jetzt hier so, oder? Kann man das so lassen? Nein. Aber so kann man das lassen. Ja, so lasse ich das jetzt auch. Da kann ich mir noch überlegen, was ich mit diesem Raum hier anfangen will. Anfangen soll. Das ist jetzt allerdings ein bisschen gefährlich, oder? Hier kann man leicht runterfallen. Da habe ich mir mal vielleicht hier noch so ein. Ja, so. Damit man da nicht runterkippt. Oder so ein Zäunchen oder sowas. Ne, aber dann kann man da nicht mehr durchgehen. Tja. Was ist denn, wenn ich das jetzt so mache? Dann da drauf so eine Hecke pflanzen. Oder verschwindet die dann? Aber das scheint zu funktionieren. Dann lassen wir das doch mal so. Ja. Würde ich schon sagen, oder? Ist doch ganz hübsch. Und hier muss ich auch noch irgendwie zumachen, irgendwie verglasen oder so. Auf jeden Fall. Ich muss mal was essen. Habe ich Fleisch dabei? Fleisch. Nee, habe ich wohl nicht. Dann werde ich mal jagen gehen. Ich habe aber nichts zum Jagen dabei. Dann werde ich mir mal so einen Hirsch vorknöpfen. Und in der Zeit könnte ich ja, wenn ich eine Schaufel dabei hätte. Schaufel habe ich dabei. Dann nehme ich den Gravier mit. Ah doch, ich kann jagen gehen. Ich habe ja ein Schwert dabei. So. Dann könnte ich mal das nehmen, mal mit so einem Bäumchen pflanzen. Da habe ich noch Leaves. Und Leathers. Leaves und Letters. Oh, oh, wieso sind die anders? Oh Gott. Wenn das jetzt so gefällt, wenn ich jetzt die hier drauf setze. Nicht so, oder? Das ist halt, weil die von einem anderen Baum sind. Ah, die verschwinden nie. Also scheiß drauf.